Verwandte von uigurischen Internierungslagerinsassen haben gegen 112 chinesische Verantwortliche Strafanzeige wegen Genozid und Folter bei der Generalstaatsanwaltschaft in Istanbul gestellt. China hat einen Tag nach der gemeinsamen Erklärung der UN-Vetomächte, die weitere Verbreitung von Atomwaffen verhindern zu wollen, angekündigt, sein Atomwaffenarsenal weiter zu modernisieren. Fu forderte die USA und Russland zugleich auf, bei der Verringerung der Nuklearwaffenbestände den ersten Schritt zu tun. Die USA und Russland verfügten immer noch über 90% der Atomsprengköpfe weltweit. Uiguren haben zu einem Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking 2022 aufgerufen. Dazu rief der uigurische Weltkongress auf. Die Teilnehmer versammelten sich vor dem Brandenburger Tor und zogen dann bis zum Außenministerium. Der palästinensische Finanzminister gab bekannt, dass der Dezemberlohn von Beamten aufgrund von wirtschaftlichen Engpässen nicht ganz ausgezahlt werden kann. Der US-Hersteller Tesla ist wegen der Eröffnung eines neuen Geschäfts in Ostturkistan in die Kritik geraten. Menschenrechtlern und westlichen Regierungen zufolge unterdrückt Peking dort mit Hilfe von sogenannten Umerziehungslagern und Zwangsarbeit die muslimische Minderheit der Uiguren. China bestreitet dies. Der republikanische US-Senator Marco Rubio kritisierte die Eröffnung von Teslas neuem Laden in Ostturkistans Hauptstadt Urumqi. Staatenlose Firmen helfen der Kommunistischen Partei Chinas, Völkermord und Versklavung in der Region zu vertuschen, schrieb er auf Twitter. Die Überfahrt über den Ärmelkanal ist gefährlich. Immer wieder geraten Migranten hier in Seenot. Die Zahl der Menschen steigt, die versuchen, auf diesem Weg nach Großbritannien zu kommen. 2021 waren es mehr als 28.000. Bei einem Erdrutsch an einer Baustelle in Südwestchina sind 14 Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück passiert am Montagabend in der Stadt Biyi. Rettungstrupps hätten 17 Opfer aus den Geröllmassen bergen können, von denen aber 14 nur noch tot gefunden werden konnten.